So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Weiter geht's mit den Neuheiten von Schleich für 2020. Und wir haben hier einmal rechts das Blütenpegasus und links das Blüteneinhornfohlen. Also Einhorn und Pegasus. Pegasus in der großen, in der erwachsenen Form. Und obwohl das Ganze sehr weiblich aussieht, spricht man hier von dem Pegasus, der Pegasus. Es gibt ja so gesehen auch nur einen Pegasus. Und der ist halt definitiv männlich. Also wenn ihr ganze Pegasus-Herden habt, dann ist das pure Fantasie. Und das ist ja auch okay, wir haben es hier ja mit Fantasy-Figuren zu tun. In diesem Video packen wir übrigens den Blüten-Pegasus als allererstes aus. Wir haben dann auch noch dieses Blütendrachen-Mutter-Kind-Gespann. Ja, werden wir auch noch besprechen. Ja, ich fange wie schon gesagt mal mit der rechten Figur hier an. Das Fohlen mache ich dann noch in einem extra Video. Natürlich keine Kritik an Schleich. Ja, ich mag Schleich nach wie vor. Ich bin mit Schleich groß geworden. Langjähriger Sammler, aber ein paar Sachen fallen einem halt doch auf. Ja, dieses Jahr zum Beispiel diese Verpackung, die wackelt. Die schaukelt wie ein Schaukelpferd. Ja, auch diese Sachen, die hier seitlich eingesteckt wurden, ne, die gehen hier raus. Früher war da ein Kleber drüber, haben sie dieses Jahr nicht gemacht. Ist nicht schlimm, finde ich klasse. Wir retten die Welt. Ne, von dem her stört mich nicht, aber es sind halt so Sachen, es fällt auf. Früher hat kein einziger von diesen Kartons hier gewackelt. Nach wie vor, was sie immer noch machen, die Befestigung hält bombenfest. Das heißt, die Figuren kippen euch in keinster Art und Weise aus dem Display hier raus. Die Displays sind auch wieder super schön gestaltet. Gibt's auch nichts. Mir gefällt dieses neue Bayala-Design. Ja, das war früher viel unscheinbarer. Ja, auch hier extra Gras fotografiert oder designt, wie auch immer, mit Blüten drin. Schöner Hintergrund mit Regenbogen, den Elfen drauf. Alles wunderbar gemacht. Und ich finde es auch toll, die Drähte hier immer noch mit Kunststoff umwickelt, damit das Metall nicht direkt auf den Figuren aufliegt. Das heißt, das schont die Farbe, die Bemalung. Es gab auch schon Figurenhersteller, die haben die mit einem bloßen Draht umwickelt. Und der Draht fängt nach einer gewissen Zeit X tatsächlich an zu rosten. Und der Rost geht auf die Figur über. Ja, also alles schon erlebt, alles schon da gewesen. Von dem her übrigens, die Videos richten sich jetzt nicht unbedingt an Kinder, sondern eher an die Erwachsenen-Sammler und vor allem halt auch die, die es ihren Kids hier kaufen. Muss man ja heute mit dazu sagen, ja? Ja, auf der Rückseite hier seht ihr nochmal den Blütenpegasus in voller Pracht auf einer Blumenwiese. Hier noch weitere Figuren und Sets aus der Serie, was ihr kriegt. Auch Mama und Babydrache und das Blüteneinhorn Fohlen. Ja, ansonsten würde ich sagen, hole ich das Ding hier mal ganz schnell aus der Verpackung raus. Und dann schauen wir uns hier mal die ganzen Details an von diesem Blütenpegasus. Übrigens, unter dem erhabenen Bein hier war auch noch ein kleines Kunststoffteil drunter, damit die Figur auf allen Vieren feststeht und sich die Beine nicht verziehen. Ja, also das kriege ich eigentlich auch nur hier von Schleich. Der absolute Oberwahnsinn. Übrigens, die Figur empfohlen für Kids zwischen 5 und 12 Jahren. Nach oben natürlich keine Grenzen. Also ich kenne genügend erwachsene Sammler und Sammlerinnen, die sich die Figuren genauso gerne in die Vitrinen stellen als Aufstellfigur. Nicht als Spielfigur, sondern das ist schon echt, muss man sagen, eine Sammelfigur. Großartig. Übrigens, die Figur hat auch die Nummer 70590. Ja, und die Figur muss man auch erstmal auf sich wirken lassen, denn wir haben hier wirklich alles drin. Schleich geht hier, oder der Skulpteur, die Skulpteurin, wer auch immer dieses Modell hier gemacht hat, erstmal viele Grüße an dieser Stelle. Daumen hoch, was eine Granatenidee, hier mal nicht ganz normal Federn zu nehmen für die Flügel und halt die Härchen für Schweif und Mähne, sondern ihr seht es ja, wir haben hier eine wilde Mischung, sieht eigentlich aus wie ein Bild, ja, wie so ein Ölgemälde, eine Mischung aus Jugendstil, Romantik, vielleicht auch sogar naive Malerei. Ich finde es großartig, ich finde es sehr ausgewöhnlich, darum hat es auch hier den Weg in meine Sammlung gefunden. Denn ihr seht hier zum Beispiel die Flügel, ja, lauter so Ornamentikblätter. Dann haben wir hier Rosen drin, andere Blüten, vermischt mit Haaren, Tulpen, was weiß ich. Ihr findet hier alle möglichen Sachen drin. Und am Schweif,
Und auch in der Mähne findet ihr zum Beispiel Blätter von einem Philodendron drin, mit Rosen vermischt. Und dann wieder ganz einfach gemachte naive Blüten bis hin zu schön gestalteten Rosen, die allerdings jämmerlich bemalt oder besprüht wurden. Dann wurde hier auch noch ein bisschen Glitzer reingemalt, genauso wie an den Flügeln. Wir gucken uns das alles noch ganz genau Detail für Detail an. Auch auf der Rückseite der Mähne wurde nicht viel gemacht. Das finde ich halt so schade. Ja? Die Bemalung wirkt halt echt noch wie aus den 90er Jahren oder 80er Jahren. Also warum man sich da so wenig Mühe gibt mit so wunderschönen Figuren, Ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe es wirklich nicht. Echt. Man hat hier so ein Hammermodell und geht da so lieblos mit um. Sorry, wenn ich das so sage. Aber ich als langjähriger Sammler empfinde das ganz einfach so. Ja? Die Proportionen sind super. Das Modell an für sich, ich sage ja, ein absoluter Spielzeugtraum. Die Montage, da will ich auch nichts sagen. Es ist alles in allem. Es ist ein super Teil. Ich mag das. Sonst hätte ich es hier nicht und würde es euch zeigen. Ja? Das ist schon echt ein Träumchen. Also es ist ein absolutes Prachtstück. Also das ist Hammer. Ja, was anderes fällt mir dazu nicht ein. So, stehen tut es natürlich auch perfekt. Und zur Größe, wir haben hier eine Höhe am Flügelchen gemessen von knapp 13 cm, nicht ganz, aber auch das variiert natürlich von Figur zu Figur. Und wir haben hier eine Länge ganz grob von 13,5 cm, würde ich mal sagen. Also eine wunderschöne Größe für ein wunderschönes Modell. Ich fange hier vielleicht gerade mal am Kopf an. Ich muss hier mit meinen Lampen das ein bisschen managen, damit das Weiß nicht zu sehr überblendet wird, damit ihr auch die Strukturen hier seht. Denn auch das Fell haben sie hier eher ungewöhnlich gearbeitet. Ich sag immer Hamse. Hat der Künstler, die Künstlerin ungewöhnlich gearbeitet. Denn auch das entspricht jetzt nicht unbedingt einem Realismus, sondern es ist ein ganz eigenes Muster, was etwas künstlich sehr genormt wirkt, aber absolut passend ist zu diesem Fantasy-Wesen hier. Ja? Der Kopf sieht eher aus wie ein einfach gemachtes Pferd, aber es passt zu dieser Fantasy-Skulptur wunderbar. Das Auge riesengroß mit Schwarz bemalt, darunter ein bisschen Sprühnebel in diesem Violett, aber wirklich nur ein Hauch, ganz, ganz zart gesprüht. Auch das, denke ich mal, wird von Figur zu Figur variieren. Die Nüstern mit rosa Airbrush noch ein bisschen rausgeholt. Ihr seht auch, der Kopf wirkt alles sehr harmonisch. Die Mähne wurde natürlich aufmontiert, aufgeklebt, also nicht aus einem Guss, das ist auch klar, genauso wie die Flügel hier anmontiert, angeklebt wurden und der Schweif selbstverständlich. Aber guckt es euch an, die Ohren nett gemacht, schön aufgerichtet, gehen auch tief rein. Das Auge ist jetzt nicht ganz so sauber bemalt, ihr seht, es hat so leichte Farbquetschränder. Aber hier ist natürlich wieder Kritik auf dem höchsten Niveau, das muss man auch immer dazu sagen. Man sieht schön die Halsmuskeln, die Beinmuskeln sieht man sehr schön. Also das ist sehr gefühlvoll gemacht, das ist klasse. Und dann halt der Übergang in die Hufe, auch mit so Blütenranken und Haaren. Also eine ganz wilde Mischung, auch die Innenseiten der Schenkel modelliert, nichts vergessen, nichts ausgelassen. Hier auch der Schleichstempel, designed in Germany, made in China. Aber da haben sie schon echt gute Leute dran gelassen. Das lässt sich vielleicht auch nicht nehmen. Ne? So, also ihr seht ja, die ganze Form, die ganzen Proportionen gefallen mir persönlich sehr gut. Ich finde, die Beine haben eine gute Länge, der Körper nicht zu fett, nicht zu schlank, der Kopf nicht ganz so groß, aber absolut passend. Dafür ist halt die Mähne wirklich mächtig. Ne? Gut, dann machen wir weiter mit den Flügelchen. Hier haben sie ein bisschen weiß hingemalt, was so über den Schwungarm hier geht, ne? Auch verlaufend hier oben in dieses, ja, Altrosa rein, würde ich mal sagen. Ihr seht die schöne Struktur. Richtig, richtig cool gemacht. Auch die Rosen ganz toll ausgearbeitet. Ne? Da geht es richtig tief rein zwischen den Blüten. Fantastisch gemacht. Dann auch noch andere Blüten dazwischen. Ihr habt das Gefühl, ihr seht hier irgendwie eine Braktee von einem Weihnachtsstern. Ja? Dann wieder so margaritenähnliche Blumen. Kleine Perlchen dazwischen. Ja, dann hier wieder dieser unsäglich, schrecklich grobe Glitzer in Silber, was ich überhaupt nicht mag. Warum nimmt man keinen feineren Silber? Ich predigte schon seit Ewigkeiten. Ja, nee, Schleich, sorry. Ist nicht meine Welt. Wenn es eure Welt ist, schön, aber
wo ist das Feeling? Der Skulpteur, die Modelleurin, die hat das Feeling, ja? Und ich sage es immer wieder dazu, eine Figur steht und fällt mit der Bemalung. Die Bemalung ist hier natürlich jetzt spärlich, ja? Man hat einfach die Teile hier in unterschiedlichen Kunststofffarben gegossen, aber trotzdem, wenn man das dann so noch ein bisschen verziert, warum denn dann nicht gekonnt? Weil das kann ja jeder Laie so anmalen, ja? Also, sorry. So wunderschöne Details, ja? Und dieser Glitter, dieser Grobe lenkt hier komplett vom Motiv ab, echt. Ich find's wirklich, wirklich schade. Was denkt sich dann der Künstler, die Künstlerin dabei, wenn sie dann hier dieses fertige Produkt vor sich sieht? Die Innenseiten der Flügel, auch hier seht ihr ein riesen Rhododendronblatt, ne? Großartig gemacht. Ich will die Flügel jetzt gar nicht großartig auseinanderziehen, aber hier ein Blick auf die Innenseite. Fantastisch gemacht. Ich sage, er hat ein bisschen was von Jugendstil, naive Malerei, auch von Romantik. Großartig, also wirklich fantastisch. Und wie es aussieht... Wie es aussieht, wurden die Flügel gekontert. Bin mir nicht zu 100% sicher, will hier jetzt auch keine Behauptung aufstellen, aber sieht zumindest so aus, denn die Flügel wirken sehr, sehr ähnlich. Ich sag mal, die wurden gekontert. Aber nicht schlimm, wunderschön, fällt überhaupt nicht auf. Großartig. Ja? Also hier geht noch dieses Grau drüber, hier ein bisschen Silberglitzer. Und das war's dann. Lädt natürlich ein, das Ganze auch zu repainten, ja. Wobei ich immer sage, repainten schön, recht und gut. Das kann nicht jeder. Und ich will eigentlich so eine Figur kaufen, zu Hause aufstellen und meine Freude dran haben. Habe ich hier, aber man sieht halt, ja, so die Geschichten, ne? So, kommen wir hier zum Schweif. Der Schweif wurde hier anmontiert. Hier sieht man halt leider Gottes auch eine größere Lücke. Aber ihr seht auch, hier geht dieses fantastische Muster weiter. Blüten, Blumen aller Formen, aller Art, Rhododendronblatt, was hier reinguckt. Ach Quatsch, ich meine natürlich Philodendron. Das hier ist ein Philodendronblatt. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Rhododendron gesagt habe, dann sorry, seht's mir nach. Totaler Quatsch, Philodendron natürlich. Ne? Haben viele bei sich zu Hause im Wohnzimmer immer noch. Ist zwar keine Trendpflanze mehr, aber egal. So, auch hier seht ihr, wie schön das ausläuft. So eine Mischung zwischen den Haaren und Blüten. Also ganz toll gemacht, auch wie der Schwanz hier hinten in der kleinen Spitze aufhört. Großartig skulpturiert, tolles Modell. Und ja, dann die Rosen hier noch ein bisschen mit Rosa besprüht, aber nur ganz grob. Dann teilweise halt auch schräg, nicht schön mittig draufgesetzt, sondern teilweise daneben. Man sieht hier Sprühnebel auch noch. Das meine ich, wenn ich sage lieblos. Das ist für mich lieblos. Nicht das Modell, sondern diese Tupfen. Dann hier auch wieder silberner Glitzer, den sie hier reingemalt haben. Und das war es dann halt auch schon. Ne? Das war es dann halt auch schon, was das hier angeht. Genauso haben sie es hier drüben gemacht, die Mähne. Ihr seht ja die Rosen, nicht alle, aber ein paar haben sie mit Rosa besprüht. Schaut euch halt die Skulptur an. Wunderschön modelliert. Also das ist schon großes Kino, ganz ehrlich. Am Rand entlang auch wieder mit diesem silbernen Glitzer. Hier seht ihr auch noch das Ohr dazwischen rausgucken. Ja, hier wieder die Rosen von der anderen Seite. Philodendron-Blätter. Alles toll gemacht. So gesehen auch ein bisschen grob, wenn man das Fell dagegen sieht. Ne? Da sind natürlich feinere Strukturen drin. Aber es passt schon. Es ist absolut okay. Ja, also da kann man gar nicht meckern. Das Ding sieht rein optisch so unfassbar bombig aus. Der Hammer. Das ist halt Fantasy pur. Ja? So, und genauso habt ihr es hier auch an den Beinen unten. Der Übergang zu den Hufen. Das haben sie violett bemalt oder besprüht. Besser gesagt, auch hier seht ihr kleine Blüten. Blätter mit drin in allen möglichen Formen und hier unten halt auch noch ein bisschen Glitzer drauf gestrichen über die Hufe drüber, ja, und ja, auch das absolut toll gemacht, auch der Übergang in die Beine rein, in dieses Fell, toll. Da stört auch nicht der Sprühnebel, absolut okay, ja, Gegenteil, ich finde es schön, dass es so ein Verlauf ist, das gefällt mir alles recht gut. Also ein wunderschönes Teil, meine absolute Empfehlung, sag ja, über die Bemalung kann man sich wirklich streiten. Ich werde das Ganze natürlich auch noch in 360 Grad filmen und direkt an dieses Video mit anfügen. Dann seht ihr das nochmal ohne meine Finger, ohne meine Hände. Also auch das ist definitiv ein Spielzeug. Träumchen, kann man anders gar nicht sagen. Wunderschön umgesetzt. Rein von der Skulptur her wirklich ein Figurentraum. Ich wiederhole mich, aber das ist wirklich, also spitzenmäßig. Also Gratulation an alle Leute
die daran letztendlich beteiligt waren. Schade, dass man der Mähne und dem Schweif nicht noch ein bisschen mehr Details hat angedeihen lassen. Ja, die Bemalung ist wirklich also sehr, sehr, sehr spärlich. Da hätte man noch einiges mehr rausholen können. Nicht unbedingt bunter, ja, aber einfach sauberer gesetzt und einen feineren Glitter. Nichts gegen den Glitzer. Mädchen lieben das. Überhaupt kein Thema. Aber es gibt halt Glitzer und es gibt Glitzer, ne? Von dem her. Mir ist der definitiv zu grob, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Gut, also das zu diesem Blüten-Pegasus. Eine Neuheit für 2020. Im nächsten Video schauen wir uns dieses Einhorn-Blütenfohlen an. Auch wunderschön gelungen. Passen toll zusammen. Pegasus, Einhorn. Und während ich das jetzt noch in 360 Grad filme, erzähle ich euch noch ganz grob den Begleittext zu dieser Skulptur. Leutchen, dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Der Blütenpegasus. Es ist nicht leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Der scheue und farbenprächtige Blütenpegasus lebt zusammen mit dem Blüteneinhornfohlen zurückgezogen in den prächtigen Blütenfeldern der Elfenwelt, nahe bei den Wasserfällen, und ist ein guter Freund der königlichen Schwestern Sura und Sera. Auch wenn der Blütenpegasus die Blütenfelder Bayalas über alles liebt, scheint er doch allergisch gegenüber ganz bestimmten Blüten zu sein. Denn ab und an muss er doch kräftig niesen. Was sind das wohl für geheimnisvolle Blüten?